Welcome back, liebe Leute, euer Verbergen ist am Mikrofon und ich begrüße euch recht herzlich zur allerersten Folge vom Football Manager 2017 hier auf meinem Kanal. So, bis hierhin ging ungefähr das, was ich vorbereitet habe und jetzt muss ich wieder Freischnauze quatschen. Ich begrüße euch noch einmal recht herzlich. Football Manager, das allererste Video ist gar nicht so einfach, ich bin ein bisschen eingerostet, was das angeht. Bei vielen Spielen auf diesem Kanal stürze ich mich einfach rein und quatsche ein bisschen vor mich hin, aber es ist eine gewisse Erwartungshaltung, mit meiner Person vielleicht verknüpft, inklusive eben Fußballmanager-Dasein. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sein, und versuche natürlich so vielen Leuten wie möglich gerecht zu werden, wenn ich so ein Projekt starte. Vorneweg, wir werden mit dem ersten FC Kaiserslautern spielen. Liegt einerseits daran, dass ich, ihr wisst ja, aus Speyer komme oder aus der Nähe von Speyer. Es ist ein Pfälzer Verein. Ich finde, es ist ein toller Traditionsverein, der es eigentlich schon längst wieder verdient hätte, in der ersten Bundesliga zu sein. Laudern hat gerade in den 90ern wirklich Geschichte geschrieben. Als erster Aufsteiger haben sie es geschafft, Meister zu werden, in der ersten Liga natürlich. Und momentan sieht es ja so aus, im Real Life, dass Leipzig anschickt, das nachzumachen, was die Lauterer in den 90ern geschafft haben. Ich möchte mal so sagen, wir hoffen es ja nicht. So, okay, wir geben Gas. Ich muss ein bisschen die Kurve kriegen und ein bisschen versuchen, euch das zu erklären, was es hier zu spielen gibt. Es ist ein bisschen anders aufgebaut, das Layout sieht ein bisschen anders aus. Für viele vielleicht ungewohnt. Und das Ungewohnte ist, glaube ich, das Schwierige. Denn jetzt mit knapp 100 Stunden Spielzeit, die ich hier verbracht habe, bin ich etwas wärmer geworden mit vielen Menüs. Weiß ungefähr, was ich einzustellen habe, wie ich rankomme an die Spieler, wie ich scouten kann, Mitarbeiter, Training und hast du nicht gesehen. All diese Elemente möchte ich mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich ein paar Folgen dauern, bis wir wirklich zum ersten Spiel kommen. Man kann vielleicht mal zügig ein Testspiel reinwerfen, damit ihr ungefähr seht, wie es aussieht. Ich würde ganz gerne die Testspiele alle neu planen, denn die sind momentan hier schon voreingestellt. Würde ich ganz gerne ändern. Wir gehen mal langsam die einzelnen Menüs durch, um uns mal so ein bisschen warm zu werden, was man alles machen kann. Denn das Spiel hat nämlich einen ganz anderen Fokus als der EA-Manager, den ihr vielleicht noch von meiner Seite aus kennt oder auch selber natürlich fleißig spielt. Dieser ist hier mehr auf Richtung Training angelegt oder Trainer-Dasein. Da muss man sich um Formation kümmern, um Taktik kümmern. Und ganz wichtig, Scouting ist hier sehr, sehr essentiell und natürlich die besten Spieler für seine Mannschaft zu finden, seine Jugendmannschaft, die U19, nach oben zu bringen, sowie auch seine zweite Mannschaft ordentlich zu fördern, was ja ganz gerne beim EA-Manager vernachlässigt worden ist. Ich versuche viele Parallelen zu ziehen, um so viele Zuschauer wie möglich auch mitzureißen, die mit dem Spiel bisher nicht warm geworden sind. Deswegen werde ich viele Sachen vielleicht mal im Vergleich setzen, ne? Zum EA-Manager fällt euch vielleicht einfacher und macht euch dann auch schon mal gleich bewusst, ist das Spiel überhaupt was für mich, lohnt es sich das Spiel für mich zu kaufen oder eben nicht und hat man damit Spaß. Wir gehen mal ein bisschen die einzelnen Menüs durch, ich will die erste Folge auch nicht zu lange machen, sondern einfach mit euch ein bisschen ein paar Elemente durchgehen und das Ganze mal anschauen. Wir haben erstmal hier diese Vereinsübersicht im Vereinsmenü. Ihr seht hier an der linken Seite, da sind die ganzen Menüs. Da gibt es auch noch verschiedene Layouts, aber dazu kommen wir höchstwahrscheinlich nochmal später in separaten Videos. Hier sehen wir jetzt unser Profil unseres Vereins. Hier sehen wir die Liga-Chronik, was ich sehr, sehr geil finde. Hier sieht man, dass es den ersten FC Kaiserslautern richtig, schwierig fällt, momentan wieder nach oben zu kommen in die erste Bundesliga. Zuletzt waren sie in der ersten Liga in der Saison 11-12, da sind sie 18. geworden, somit Tabellenletzter und sind direkt abgestiegen wieder in die zweite. Und seitdem krebsen sie ein wenig in der zweiten Liga herum und das wollen wir dazu natürlich versuchen zu ändern in den wenigen Jahren, die uns zur Verfügung stehen. So, das ist das Profil. Wir gehen mal im Allgemeinbereich. Ihr seht sofort, boah, hier kann man alles einstellen, oder einstellen kann man jetzt hier nicht, aber alles rauslesen. Die durchschnittliche Ticketpreis liegt bei 18 Euro. Der geschätzte Vereinswert liegt bei 33,5 Millionen Euro. Sehr, sehr geil. Auf jedes Element gehe ich jetzt nicht einzeln ein. Da kommen wir noch später drauf zu und gucken uns das dann an. Hier sehen wir die aktuellen Nachrichten. Ist ja überschaubar in der zweiten Liga. Ich finde halt die zweite Liga auch perfekt zum Start für das Let's Play, weil es ist nicht in der ersten Liga, also nicht wirklich im absoluten Haifischbecken, sondern es ist eben in der zweiten Liga mit einem soliden Zweitliga-Verein, der sich anschickt, vielleicht wieder aufzusteigen, wenn man es eben ordentlich anstellt und vielleicht noch bei den Personalien noch ein bisschen drauflegt und hat eben dann natürlich tolle Ziele vor sich.
hat eine Tradition natürlich, das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. Und letztendlich ist es auch nicht ein extrem schwacher Verein, wie wir zum Beispiel im Livestream, ne? Da spielen wir in der Oberliga und versuchen mit dem TuS Mechtersheim, den ich versuchen werde, in diesem Spielstand mit Lautern als Partnerverein heranzuziehen. Gucken wir mal, ob das klappt. Versuchen, den eben nach oben zu bringen, was sehr, sehr schwierig ist. So, Einrichtungen sehen wir hier. Da, wenn euch da einzelne Sachen interessieren und ihr euch schon ein bisschen auskennt, einfach Pause drücken, anschauen und dann läuft das. Wie gesagt, Partnervereine haben wir momentan nur Lautern 2. Interessant. Ich hätte ja ganz gerne, wie gesagt, den TuS Mechtersheim. Das ist mein Nachbarort, das Nachbardorf von mir. Würde ich ganz gerne versuchen, hier reinzunehmen. Demnächst. Ansonsten Chroniken haben wir die Übersicht und Rekorde. Die beste Elf sind momentan keine Einträge vorhanden. Spieler, da gibt es natürlich ein paar Bekannte. Wir gucken doch mal, ob wir hier einen krassen finden. Das sind die Spieler von 20, 16, 17. Achso, das sind die aktuellen. Ich dachte, die hätten hier sogar schon, keine Ahnung, solche Legenden drin. Notizen, gibt's nichts Besonderes. Habe ich selber noch gar nicht gesehen, was ich hier rumklicke. Aber gut, okay, wir gehen mal in die Mannschaft. Das wird nämlich interessant. Hier sehen wir jetzt unsere Mannschaft. Also alle Personalien sind aufgeführt in einfachen Namen. Wenn man sich so ein bisschen natürlich, wenn man mit der Mannschaft ein bisschen wärmer geworden ist, dann fällt es einem einfacher, da durchzublicken, ist ja klar. Ich kann mir die mal so ein bisschen nach Wert sortieren. Das macht es vielleicht schon mal deutlich, wo da die Prioritäten liegen und wie stark eigentlich die wertvollen Spieler sind. Was ich sehr geil finde, hier diese kleinen Tablets, was man hier sieht. Das heißt, auf diesen Spielern besteht momentan Interesse von anderen Vereinen. Zum Beispiel hier Stipi Vukčur. Und da geht's wieder los mit den Namen, ne? Da sehe ich schon wieder die Kommentare, wenn sie reinkommen. Oh, du hast den Namen falsch ausgesprochen, bist nicht ganz sauber. RB Leipzig möchte ganz gerne den haben, den Stipe Vucu. Interessant, das sind 2,7 Millionen, Mann. Müssen wir mal gucken, wenn wir die Mannschaft anfangen aufzustellen, was wir gleich in der ersten Folge machen werden, grob erstmal einen Plan, dass wir erstmal schauen, wie sieht die Mannschaft aus und in den nächsten Folgen machen wir dann Trainingsspiele, Training, die zweite Mannschaft U19, bis wir dann langsam in den Ligabetrieb kommen, ne, und so auch wirklich den Rhythmus reinkriegen. Ich versuche auch wieder die 3D-Spiele mit einzubinden, versuche diese ein bisschen zu kommentieren, was nicht ganz so einfach ist in diesem Manager, nicht so wie beim EA-Manager, aber das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Erstmal wieder warm werden mit der ganzen Materie und gucken, wie fein wir das wirklich letztendlich in Videos packen können, ne, und wie unterhaltsam das auch für alle anderen ist. So, okay, wir können mal hier zum Beispiel uns mal so ein Spielerprofil angucken. Das ist uns scheint hier unser wertvollster Spieler, 26 Jahre alt. Hier haben wir sogar ein kleines Bildchen von ihm. 3,4 Millionen Marktwert ist jetzt überschaubar. Würde ich mal so behaupten, ist jetzt kein Highlight. 775.000 Jahresgehalt ist natürlich ordentlich. Aber ich hoffe, er bringt auch die Leistung im zentralen Mittelfeld. Er ist ein vorgeschobener Spielmacher. Was ganz, ganz wichtig ist, die Rollen und Aufgaben der Spieler. Jetzt habe ich sogar schon einen Frosch im Hals zum Beginn. Wie gesagt, die Rollen und Aufgaben der Spieler sind ganz, ganz wichtig. Darauf müssen wir später achten. Hier sehen wir natürlich die technischen Werte oder allgemein alle Attribute des Spielers, wie er aufgelegt ist, wo er seine Stärken hat, seine Schwächen. Wenn wir zum Beispiel hier diesen Spielertyp, den vorgeschobenen Spielmacher, anklicken, sehen wir auch blau hervorgehoben, welche Werte besonders wichtig sind für ihn. Natürlich sollte man bei all dem Spaß nicht vergessen, dass er auch die nötigen physischen Werte als Profi mitbringen muss. Ganz, ganz wichtig. Hier sehen wir zum Beispiel beim zurückgezogenen Spielmacher, da gibt es dann andere Werte. Ich gucke mal kurz, wo sich es verschiebt. Hier verschiebt sich auf Flair. Flair wäre jetzt hier eigentlich wichtig. Und hier zurückgezogener Spielmacher, da ist dann Einsatzfreude wichtig und der Flair gar nicht mehr so. Zentraler Mittelfeldspieler geht dann auch schon Richtung Tackling. Aha, weniger Technik und Dribbeln, sondern mehr Tackling. Interessant, sehr, sehr schön. Das ist unser bester Mann anscheinend, oder unser wertvollster. Bester wissen wir noch gar nicht, wie stark sie letztendlich sind. Wir gehen nochmal zurück in die Mannschaft, gucken uns die einzelnen Personalien an, da haben wir noch ein paar. Wir können uns diese auch nach dem Alter anzeigen, da können wir einfach hier ganz gemütlich auf das Plus drücken und ich mache es extra ein bisschen langsam und erkläre euch die Sachen, die ich mache oder versuche sie zu kommentieren, damit ihr es vielleicht auch nachmachen könnt, ne? Damit ihr seht, ah, oh, das stellt Bergi da ein, da kommt er zurecht mit der Geschichte und wie gesagt, ich stelle mal das Alter da ein und dann sehen wir eigentlich, wenn ich alles richtig gemacht habe, das Alter hier, dann können wir das Ganze eigentlich noch namenstechnisch ein bisschen rüberschieben, diese Tabellen, damit das alles auch ein bisschen schicker aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich Alter hier reinschieben kann. Perfekt. Na klar, können wir. Das können wir auch darüber schieben. Und den Spaß ebenfalls. Ich guck mal, dass wir das irgendwie so, zack.
Und da kann man sich natürlich noch viel, viel mehr Sachen hinzupacken. Ich nehme mal noch irgendwas. Die Fitness. Allgemeine Kondition. Wenn wir das hier mal rüberschieben. Das. Dann kommen wir eigentlich... Ich will die Kondition hier sehen. Genau, das will ich sehen. Letztes Tor interessiert doch kein Mensch. Die kann ich mal ersetzen. Diese Spalte ersetzen mit... was nehmen wir denn da? Allgemein Gewicht. Ja, das Gewicht ist sehr, sehr wichtig. Fitness... Mannschaft, jetzt können wir uns irgendwas Schönes aussuchen. Technische Werte, kann man auch direkt Werte vergleichen, was sehr, sehr geil ist. Transfer, Ablösesumme, oh, sehen wir die hier? Ne, die sehen wir natürlich nicht. Wollte doch sagen, es wäre ein bisschen zu heikel. Gut, das jetzt nur mal so als Beispiel, da müssen wir noch ein bisschen dran rumschrauben, ne? Und die schönen Menüs alle ganz fleißig einstellen, was uns interessiert, was wichtig ist. Momentan haben sie alle eine Kondition von 100, ist natürlich klasse, außer... Wer ist denn das hier? Ach, der ist verletzt. Der Sebastian Kerk ist verletzt, deswegen 68. Sehr schön. Das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, wie ich gesehen habe. Das Alter. Der älteste Spieler ist hier der Mucha mit 31. Spät natürlich wieder für Erfahrung. Hier haben wir noch den Halfa. Daniel Halfa als offensiver Spielmacher. Weiß ich noch gar nicht, ob ich das so benutzen möchte. Wir fangen mal an und werden in dieser Folge mal gucken, ob wir eine kleine Taktik zusammenschrauben können mit Spielern. Das ist hier meine Lieblingsformation, die ist immer grundsätzlich ausgewählt. Hier oben haben wir noch drei weitere Formationen, die wir dann spielen können. Ein standardmäßiges 4-4-2 und hier können wir natürlich später für ein bisschen mehr Offensive vielleicht mal mit einem 4-3-3 arbeiten. Schauen wir doch mal, ob wir das finden. Formation mit vier Verteidigern. Ein schönes 4-3-3 hätte ich ganz gerne. Sowas zum Beispiel. Das könnte man natürlich später auch noch versuchen zu trainieren. Man muss diese Formationen, die man auswählt und die Taktiken häufig spielen lassen und natürlich regelmäßig spielen lassen, sodass die Spieler auch wissen, wie sie da mit der Formation umzugehen haben und diese natürlich verinnerlichen. Ne? Und nur dann kann man wirklich Erfolge feiern, wenn auch jeder im Team weiß, wie die Formation funktioniert, die man jetzt ausgewählt hat. Ich finde diese eigentlich ganz schön, weil sie ist offensiv, weil man muss sich jetzt mit Lautern auch nicht verstecken, bin ich der Meinung. Und sie ist stabil mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Man kann das Ganze auch defensiver gestalten. Ihr seht hier sehr, sehr viele Optionen, wo ich die Spieler hinschrauben kann. Man kann es auch versuchen, mit Sechsern zu machen. Da weiß ich noch gar nicht, ob wir überhaupt Spieler dafür haben. Müssen wir uns mal anschauen. Ist aber auch ganz einfach herauszufinden, welche Spieler man jetzt hat und welche man braucht, für welche Position. Und das geht nämlich ganz einfach über den Teambericht. Und dann können wir uns die Kadertiefe anschauen. Und dann sehen wir schon, oh, schau an, das sind unsere Spieler also. Hier haben wir den Jaxua, das ist anscheinend der Beste. Momentan, glaube ich, ist Osave bei Lautern aber einer der aktuellen Topscorer, wenn man davon sprechen darf. Die spielen ja auch momentan nicht gerade berauschend. Ring ist eigentlich anscheinend der Beste. Mit den Sternen sieht man eigentlich die Wertigkeit des Spielers für den Verein. Das ist ein bisschen anders, versuche ich mal ganz kurz zu erläutern. Und zwar sind diese Sterne, wenn der Spieler volle 5 Sterne hat, ist er nicht, wie soll man sagen, ist er nicht automatisch ein 5-Sterne-Spieler für alle Teams. Das heißt, ein Alexander Ring hat bei uns 4 Sterne. Das ist immer ganz vereinssubjektiv. Alexander Ring hätte bei Bayern München aber höchstwahrscheinlich plus 2 Sterne. Weil Bayern München von der Kaderstärke viel, viel weiter ist als Lautern. Nur um es ein bisschen deutlich zu machen. Ne? Deswegen, für uns ist es ein guter Spieler, aber er ist kein Top-Spieler. Jetzt gucken wir mal, ob wir überhaupt irgendeinen haben mit voller Stärke hier. Sieht ja überraschend schwach aus. Also wir haben in keinem Mannschaftsteil einen herausragenden Spieler für unseren Verein. Aber viele gute. Den Ring, den Moritz kann man verwenden für zentrale Mittelfeld. Und hier vorne hätten wir dann noch für diese Formation, hier haben wir den Jaxua als einzelnen Stürmer, hinten dran den Brizbilko, heißt der so? Brizbilko? Ach Gott, entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Rechte Seite haben wir den Sebastian Kerk, das ist schwach besetzt, ne? Die rechte Seite. Die linke geht auch schon richtig am Krückstock. Stieber und Gauss, aber Zoltan Stieber ist doch eigentlich ein Routinier, den können wir doch verwenden. Gut, versuchen wir es mal ein bisschen aufzubauen. Also die Verteidigung sieht ja schon überschaubar aus. Everton und Wuxu sind die Innenverteidiger. Gehen wir mal rein in die Taktik und stellen mal auf. Wo haben wir denn die Jungs? Und den Everton habe ich doch irgendwo gesehen. Hier ist er doch, der Everton. Alles klar, warum ist der blau? Weiß ich nicht, warum der blau ist. Kann ich euch nicht sagen, muss ich erst herausfinden. Everton haben wir da und den Wuxu.
Und dann ist es natürlich ganz sinnvoll, wenn man den Jungs entsprechend auch schon mal gleich die richtigen Spielernummern gibt, ne? Das habe ich auch im Livestream so gemacht. Dann kann ich mich ein bisschen orientieren an den Spielern, wenn man nicht gerade die Mannschaft auswendig kennt, ne? Gut, ich denke mal, vielen wird es von euch nicht schwerfallen, Dortmund-Mannschaft aufzustellen oder eine bayerische Mannschaft oder gut, eine Bayern-München-Mannschaft, sagen wir es nur. Aber, oder bei Real Madrid von mir aus, ne? Aber hier mit einem unterklassigen Verein, also einer zwei- oder zweitklassigen Verein, da muss man ein bisschen gucken, was für Material hat man eigentlich hier, ne? André Weiser, der Torwart, das ist der Beste? Anscheinend ja, er hat die 1. Interessant. Everton Wuchschu habe ich jetzt mal aufgestellt. Wer war denn nochmal im Zentrum? Gucken wir doch mal. Wir können das eigentlich, wir müssen es auch nicht so kompliziert machen. Was schön ist, man kann auch einfach Auto aufstellen, ne? Zack. Und dann hat man erstmal eine grobe Aufstellung und kann sich ein bisschen orientieren, wer kann eigentlich was und wer kann nichts. Jetzt können wir immer noch drum herum schrauben und können die einzelnen Spieler noch perfektioniert aufstellen. Das war jetzt der Co-Assistent, der aufgestellt hat. Und darum müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. Wir müssen die ganzen Jungs ranholen, die ganzen Mitarbeiter, ist ja klar. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich hier so ein bisschen Überblick bekomme in der Mannschaft. Wen wir da haben, den Sua haben wir da. Momentan haben wir halt viele in der Pipeline, viele Jungs. Hier sind noch zwei Plätze frei. Den Maurice Deville, was ist denn mit dem? Ich weiß nicht. Ach, die sind, ich verstehe, das ist ein ausgeliehener Spieler, entschuldigt Leute. Klar, blau heißt, das sind Leihspieler. Die gehören uns gar nicht, die haben wir ausgeliehen. Quadvo auch, Osei Quadvo. Interessant. Ist die große Frage, können wir die überhaupt so stark einbinden? Wollen wir das überhaupt? Ich bin ja nie ein großer Fan von Leihspielern gewesen. Weil Leihspieler mehr oder weniger sowas ist, ja, wenn du gut wirtschaftest oder guten Jugendbereich hast, dann brauchst du sowas nicht. Lieber ziehe ich dann einen jungen Spieler aus den eigenen Reihen nach oben, als dass ich meinen ausleihe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl für den schnellen sportlichen Erfolg ist es natürlich nicht immer von Nachteil, ne? Ganz klar. Auf lange Sicht sind natürlich eigene Spieler immer besser. Ist ja logisch, wenn man die auch wirklich vermarkten oder verwerten kann. Gut, das soll es erstmal in dem Bereich gewesen sein. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe keine Angst, da wird es noch Folgen hageln in den nächsten Tagen. Ich wollte nur ganz gerne den Auftakt mal wagen, damit ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch einlasst. Was ich ganz gerne heute machen möchte, was relativ schnell noch geht, wir werden die Testspiele ansetzen. Das, was wir hier haben, gefällt mir nicht, die Freundschaftsspiele. Die würde ich ganz gerne absagen, wenn das möglich ist. Schauen wir doch mal. Wir müssen in den Juli gehen, so wie es aussieht. Jupp. Da die grauen Partien, die hier angezeigt sind, das sind von unserer U19 oder von unserer zweiten Mannschaft Partien. So, das hier werden wir mal... Moment, können wir das nicht? Freundschaft spielen? Kann ich die nicht absagen? Ich will nicht die... Anscheinend kann ich die nicht absagen dieses Jahr. Ich glaube, unsere Freundschaftsspiele sind alle gesetzt. Ist ärgerlich, ist wirklich ärgerlich. Und in den Juni kann ich anscheinend keine mehr reinlegen. Doch hier, am 25. kann ich ein Freundschaftsspiel ansetzen. Und zwar, hier sehen wir das. Das ist alles relativ eng beieinander. Retz, Vienna, Pandorf, Zitadelle. Also, auf den Sonntag machen wir erstmal ein Freundschaftsspiel. Aufgepasst, wenn ich da einlade jetzt. So, wen wählen wir denn? Verein mit höherer Reputation. Wer kommt denn zu uns? Also, Wolfsburg brauchst du dir nicht einladen. Da kommt kein Schwein. Werder Bremen ist natürlich interessant. Hertha BSC Berlin, selbstverständlich Gladbach. Kostet aber auch 180.000. Wir kriegen bei Bremen, 120.000 Einnahmen haben wir, bei 75.000 Gebühr die Differenz. Ne? Ich gucke mal ganz kurz, ob das bei Berlin besser ist. Gebühr 80.000, Einnahmen so und so viel. Gucken wir mal, bei Borussia Mönchengladbach. Wow, 20, das ist deutlich mehr, das sind 95.000. Habe ich richtig gerechnet? Ich glaube schon, 95.000 Euro kriegen wir hier. Lassen wir uns mal von Gladbach abschießen, oder Leute, zu Hause? 90 Minuten, selbstverständlich. Kostet zwar eine ordentliche Stange Geld, aber bringt auch ordentlich Kohle in den Club. Sehr schön, das haben wir. Hier sehen wir den Spielplan der ersten Mannschaft. Hier sehen wir den Spielplan der U19. Müssen wir uns dann nach und nach erstmal drum kümmern, ne? Ist ja klar, erstmal eine Mannschaft hinkriegen und dann kommt die nächste. Und Lautern 2 ist in der Regionalliga. Hoffentlich bleiben die da drin, wäre nicht schlecht. Regionalliga Südwest, sehr schön. Könnten sogar aufsteigen, ne? Könnten sogar in die dritte Liga kommen, wenn wir es ordentlich anstellen.
So, was ganz wichtig natürlich ist, sind die Nummern der Spieler. Ich weiß noch nicht, ob ich groß dran rumschraube an denen, weil ich glaube, mit den Spielern kann man sich erstmal arrangieren, die wir haben. Wie viele Nummern haben wir da noch frei? Also 4 sind nicht mehr frei. Hoffentlich kriegen wir alle versorgt. Vielleicht müssen wir auch wirklich gucken, dass wir die ersten Transfers angehen. Ich werde versuchen, so deutlich wie möglich die einzelnen Folgen zu beschreiben, um entsprechend auch gleich, guck mal ganz kurz, Filter, um damit ihr auch gleich wisst, worum handelt sich in der Folge. Es ist für mich interessant, was Bergi heute einstellt. Und natürlich werde ich die Spieltage gesondert kennzeichnen in den Folgentiteln, damit ihr auch genau wisst, oh, das dauert wieder, jetzt hat er wieder seine Phase, da klickert er wieder 3 Stunden lang wie ein Dover durch die Gegend. Viele Sachen werde ich vielleicht auch ein bisschen offscreen machen, also ein bisschen mich umschauen, ne? Wo kann man Spieler finden, vielleicht mal so ein kleines Repertoire an Spielern zurechtlegen und diese euch dann mal vorstellen, welche ich ganz gerne transferieren möchte. Und natürlich viele Bereiche vorbereiten und euch dann zeigen, wie es aussieht, weil, wie viele schon festgestellt haben, auch im Livestream gehen da eine ganze Menge Stunden drauf für nur gucken in den Tabellen, ob es was Neues gibt. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das war der Auftakt. Ich hoffe, es war für euch ein wenig aufschlussreich. Es soll in den nächsten Folgen noch aufschlussreicher werden. Gebt mir ein bisschen Zeit, wieder warm zu werden mit der ganzen Thematik. Und dann freue ich mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao, ciao, euer Bergi.